Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zum Einführungsinterview für das Bergmann Straßenfest. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Manfred und meine organisiert das Bergmann Straßenfest mit. Das Bergmann Straßenfest hat ja sehr viele Höhepunkte, 1994 gestartet und ist mittlerweile 25 Jahre alt. Was erwartet denn die Besucher, wenn sie euch an diesem Wochenende besuchen? Also es stimmt, es gibt 25 Jahre lang Bergmannstraßenfest. In diesem Jahr muss man unbedingt dazu sagen, mussten wir in die Kreuzbergstraße ausweichen, weil die Bergmannstraße ja durch die Begegnungszone blockiert ist und uns die Veranstaltung dort unmöglich gemacht hat. Wir sind also in der Kreuzbergstraße, das ist ja nur über den Mehringdamm immer rüber, also nicht weit entfernt. Gibt es seit 25 Jahren. Wir haben seit diesem Jahr einen neuen Verein, der das betreibt. Das ist das Kreuzbergfestival. Und der Verein besteht zum Teil aus Mitgliedern des alten Vereins. Die hießen früher Kiez und Kultur. Haben sie aufgelöst, haben sie eine zur Ruhe gesetzt. Mhm. Und wir bemühen was uns. Was erwartet denn die Besucher, da, wenn sie euch besuchen kommen? Genau, da wollte ich gerade drauf kommen. Mhm. Da habe ich die Frage noch nicht vergessen. Wir bemühen uns natürlich um eine Kontinuität im Programm. Also wir haben vier Bühnen, davon wird auf drei Bühnen wird Musik geboten. Es gibt eine Theaterbühne. Wir haben ungefähr 50 Bands an drei Tagen. Auf der Theaterbühne gibt es am Sonntag Vormittag ein Kinderprogramm, ansonsten Theaterprogramme. Hier gibt es Hunde, wie wir hören. Und 50 Bands. Wollen wir jetzt gleich dazu kommen oder hey, ich im frage Detail, noch. Welche ich Bands frage genau? Noch. Also ich habe das Programm ja schon ein bisschen angeguckt. Und habe gesehen, es sind erstmal viele hochwertige Künstler dabei und die Jazzfreunde kommen sehr auf ihre Kosten. Ja, das Festival heißt ja traditionell Bergmannstraßenfest Kreuzberg Jazzt, wobei wir den Begriff Jazz in dem Fall sehr, sehr weit auslegen. Also wir haben rein rasierte Jazzbands dabei, aber auch viel Blues, Reggae, Funk, so für alle Spielarten von World Music. Also, es gibt ja extrem viel, das ist ja interessant und das Schöne an Berlin. Berlin ist ja so ein großer Melting Pot, wo Musiker aus der ganzen Welt leben und hierher kommen. Hier, also auch hier leben und ihre Bands hier gründen und sich zusammenfinden. Und davon haben wir eine sehr gute Auswahl, also mit Einflüssen aus der ganzen Welt. Das fällt dann unter dem großen Dachbegriff Kreuzberg Jazzt. Ja. Wenn man so viele Künstler, hochwertige Künstler, für das Fest verpflichtet, dann stellt sich auch die Frage, die können ja nicht alle für ein Butterbrot dort auftreten. Wie finanziert sich die Sache? Vielleicht ganz kurz. Ja, das ist ein bisschen problematisch. Also die treten schon für zwei Butterbrote auf, sage ich mal. Also das Fest finanziert sich über die Stände. Also wir haben ja dort jede Menge Verköstigung. Man kann dort sehr lecker essen mit Speisen aus der ganzen Welt. Und es gibt Stände, die Kunstgewerbe verkaufen und natürlich auch Getränke. Bier und Kalbis und sowas und die bezahlen alle Standmiete, darüber kriegen wir ein Budget rein und ein gewisser Anteil von dem Budget ist dann dafür zuständig, dass wir die Bands bezahlen. Natürlich muss die ganze Technik, die vier Bühnen, dann muss Strom gelegt werden, Wasser für die Stände. Wir zahlen Straßennutzungsgebühr an den Stadtbezirk, also wir haben ganz viele Ausgaben, Security zum Beispiel, die dann auch nachts das Ganze überwachen. Ja. Also wir haben viele Kosten, die nichts mit den Bands zu tun haben und für die Bands bleibt leider mal viel zu wenig Geld übrig, was mich selber sehr ärgert, weil ich selber auch Musiker bin und die andere Seite sehr gut kenne. Gibt es was aus dem Kulturfonds vom Stadtbezirk, sage ich jetzt mal? Das Fest gibt es seit 25 Jahren und der Baustadtrat hat neulich gefragt, hat die Chefs von unserem Verein gefragt, ob wir Unterstützung bekommen, fand ich schon ganz witzig. Also wir bemühen uns natürlich drum um Fördermittel. In diesem Jahr war es sehr erschwert, weil der Verein wurde erst im Februar gegründet. Wir haben also dann einen Schnellschuss machen müssen und ich bin schon ziemlich stolz drauf, dass wir in der kurzen Zeit so ein hochkarätiges Programm zusammenbekommen haben. Kinder und Jugendliche treten bei der Bühne Möckernstraße auf, unter anderem die Jugendlichen vom Jugendclub Antenne, den es ja schon sehr lange gibt, 30 Jahre, glaube ich, ist der Jugendclub schon alt. Dort können die Kinder und Jugendlichen Kunst und Kultur lernen, das heißt, sie können in einem Tonstudio Musik aufnehmen, sie können Schauspiel, Kabarett machen. Was erwartet mich denn, wenn ich dorthin gehe, in die Möckernstraße, wo ich die Kinder und Jugendliche auf der Bühne sehe? Also in der Möckernstraße, die Bühne ist quasi am Freitag frei für die KMA, das ist die Kreuzberger Musikaktion. Das ist genau das, wovon du gerade sprachst. Da spielen dann so Nachwuchsbands, die dort im Rahmen der KMA Tonstudio und so weiter Proberäume haben.
Das wird ganz interessant werden, dass die jungen Bands dann da eine Chance haben, mal vor großem Publikum aufzutreten, was ja immer interessant ist, also für die Bands, auch für die Jatzer immer ganz interessant ist. Die spielen ja meistens in Clubs vor 50 Leuten oder sowas. Und beim Bergmannstraßenfest haben die Hunderte am Wochen, also am Abend sogar 1000 Zuschauer oder sowas. Also die spielen auf jeden Fall vor ganz großem Publikum. Also für diese, und das ist ja für Neues. Kinder und Jugendliche da schon mal ein großer Anreiz und auch ein positiver Impuls, wenn man auf der Bühne auftritt und schauen denn dann noch so viele Menschen dann aus. Genau, da ist eine gewisse Grundnervosität angesagt, die man überwinden muss, damit man dann alles das abliefern kann, was man geübt hat und was man spielen kann. Ansonsten gibt es auf der Möckernstraße natürlich noch Sonnabend und Sonntag die Ahoi-Bühne, das ist von Mahide, die sich sehr, sehr intensiv um Weltmusik kümmert. Da hat die ein schönes Programm zusammengestellt für 2 Tage mit Musikern aus der ganzen Welt, kann man sagen. Es gibt eine Webseite von unserem Verein, der heißt jetzt Kreuzberg-Festival.de ist die Webseite, und auf der Webseite sieht man das gesamte Programm. Es gibt von jeder Band ein YouTube-Video, das man schon mal reinhören kann. Und wir haben eine Playlist bei YouTube und auch bei Spotify. Also wenn man im Vorfeld schon mal hören will, was die alle machen, kann man auf diese Playlist gehen. Die heißen dann immer so wie Kreuzberg Festival, bloß davor YouTube, also youtube.kreuzberg-festival.de oder spotify.kreuzberg-festival sind dann jeweils die zuständigen Kanäle. Da kommen wir am Ende unseres Gesprächs noch dazu. Wunderbar. Das sage ich den Zuschauern am Ende noch. Ich habe dann noch die Großbärenstraße. Beispielsweise, ich glaube am Samstag ist es Jochen Falk, tritt auf, er ist Komiker, Kabarettist und Komiker, also auch für die komischen Seiten ist gesorgt. Da gibt es also bei der Großbärenstraße, soweit ich das jetzt noch in Erinnerung habe, es ist ja sehr viel Programm, gibt es also auch Komiker, werden auch auftreten, Kabarettisten. Richtig, also die Theaterbühne, da ist Sonntag, Sonntag, Vormittag ein Kinderprogramm, und ansonsten, wie der Name Theaterbühne schon sagt, alles was rundherum um Theater passiert und was auch straßenfest tauglich ist, das macht Julia. Die ist die neue Zuständige in diesem Jahr, der Uwe Berger, der es früher gemacht hat, der ist auch leider mit ausgeschieden. Und ich bin selber auch gespannt, ich werde mir das auch alles angucken gehen, was wir da so an Programmpunkten haben, für die ich jetzt selber, die ich nicht selber ausgesucht habe, sondern wo dann die anderen Partner ihre Bühnen bestückt haben. Mhm. Fassen wir also nochmal zusammen. Diese Woche Freitag geht es los, und zwar der 26.06. von 11, ne Quatsch, von da geht's schon los. Es geht los von 16 bis 22 Uhr. Also dieser Freitag geht's los. Bergmann Straßenfest von 16 bis 22 Uhr am Freitag. Am Samstag ist es dann von 11 bis 22 Uhr. Und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Und alle Informationen findet ihr unter kreuzberg-festival.de. Manfred, ich danke dir fürs Gespräch und wünsche euch ein tolles Festival. Manne freut sich, dass ich hier was sagen durfte bei euch.